Hi, ich bin Nathalie und wir schauen uns zusammen die neue Mensa an. Wir können unterwegs schon mal schauen, was auf dem Speiseplan steht. Das geht ganz bequem in der Campus-App oder auf der Website des Studentenwerks. Von Studis wurde außerdem ein Barometer entwickelt, auf dem wir sehen können, wie voll das gerade ungefähr ist. Für Snacks außerhalb der Öffnungszeiten gibt es da drüben das Stuhlcafé. Und fürs Hauptgebäude folgt ihr am besten den Pfeilen zum richtigen Eingang. Wichtig, in der Mensa kann nur bargeldlos bezahlt werden, dafür braucht ihr euren Studentenausweis. Zum Aufladen legt ihr ihn einfach auf diesen Automaten hier, kramt das Bargeld aus euren Taschen und ladet ihn ganz einfach auf. Die komfortable Alternative dazu ist, dass ihr zum Infopoint Studentenwerks geht und euch Autoload einstellen lasst. Da wird einfach ein von euch voreingestellter Betrag von eurem Konto abgezogen, sobald die Karte leer ist. Euren Ausweis nicht vergessen. Hier hinten sind übrigens die WCs und ein Wasserspender, an dem ihr eure Trinkflasche auffüllen könnt. Dort hinten findet ihr auch die Treppe, durch die ihr die Mensa wieder verlassen werdet. Und hier ist ein Aufzug für Leute, die die Treppe nicht benutzen können, zum Beispiel Rollstuhlfahrer. Hier hinten findet ihr auch noch ein zweites Paar Automaten und eine Speisekarte, falls ihr euer Handy mal nicht dabei habt. Außerdem seht ihr die Stationen, zu welchen ihr oben laufen müsst. Dorthin gehen wir jetzt erstmal über die äußerst ergonomische Stufenrampe. Falls hier oben Absperrungen stehen sollten, lasst euch davon nicht verunsichern. Diese sind bloß dazu da, den Besucher Strom zu leiten. Nun gehen wir zu den Stationen, an die ihr euch hoffentlich noch von unten erinnert. Im Prinzip gibt es jedes Essen zweimal. Falls ihr euch also eine Schlange bildet, geht dann die andere. Ebenso müsst ihr euch merken, dass man sich von beiden Seiten anstecken kann. Eine Salatbar, in der ihr euch selbst Salate zusammenstellen könnt. Außerdem findet ihr auch fertig gemachte Salate und Desserts in Glaskästen. An den Anzeigetafeln könnt ihr außerdem sehen, ob Allergene im Essen enthalten sind oder ob ein Essen vegetarisch ist. Wenn wir hier essen wollen, nehmen wir uns eine kleine Pizza mit. Übrigens, es wird täglich mindestens ein vegetarisches Gericht und das 1 Euro vegane Tagesgericht angeboten. Bei den Essen, wo ihr selber davon abfüllen müsst, achtet bitte darauf, euch nicht zu überschätzen. Es ist besser für euren Geldbeutel und auch für den Abfall, wenn ihr einfach nachher noch macht. Die Nahrungsversorgung ist nicht bis zu 30 Minuten vor Schluss sicher. Hier gibt es auch noch Getränke, die wir uns mitnehmen werden. Um euch zu erklären, wie die Kassen in einem normalen Semester funktionieren, mache ich das einfach mal vor. Unter jedem Teller findet ihr einen Barcode. Diesen müsst ihr so ausrichten, dass ihr ihn lesen kann. Und dann auf dem Bildschirm auswählen, was auf eurem Teller ist. Wichtig ist, es muss immer das teuerste Gericht abgerechnet werden. Wenn ihr also das vegane Gericht für 1 Euro haben wollt, dann rechnet es auf einem separaten Teller. Falls ihr irgendwas Loses dabei habt, zum Beispiel Äpfel oder Semmeln, steht meistens eine Schüssel bereit, in die ihr eure Sachen reinlegen und abscannen könnt. Legt sie aber bitte für den nächsten Video zurück. Ein Getränk hat einen eigenen Scanner und ist auch ganz leicht bezahlt. Wenn ihr alles eingescannt habt, legt ihr euren Studentenausweis, einfach auf den Scanner und drückt auf Bezahlen. One eternity later. Wenn ihr fertig seid, nehmt ihr einfach euer Tablett und bewegt euch in Richtung einer der Geschirrrückgaben. Wichtig, am anderen Ende der Mensa gibt es auch noch eine. Falls einmal das Laufband nicht funktionieren sollte, stellt ihr euer Tablett einfach in den Tablettwagen hier. Im Normalfall stellt ihr euer Tablett hier ab und entsorgt alle Kassenzettel oder Servietten, die ihr so haben könntet und stapelt bitte auch nichts auf dem Tablett. Zum Ausgang folgt ihr einfach dem Pfeil. Hier findet sich auch die Treppe, die ich vorhin schon gezeigt habe. Und damit sind wir am Ende von unserem Rundgang angekommen. Zur Orientierung, hier hinter mir ist der Haupteingang. Und da geht's nach draußen.